Yes. Wow. Oh mein Gott, really? Guten Morgen, Amis. Ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich lebe ehrlich hinterm Mond, ne? BTS ist bei den VMAs bei MTV aufgetreten. Ich habe einfach fast nichts davon mitbekommen. Leute, what's wrong with me? Ich habe gestern Abend wieder nur in den Trends rumgescrollt und dann habe ich gesehen, oh, BTS hat was Neues rausgebaut. Ich dachte mir so, OMG. Ja, ich bin leider 1,5 Tage zu spät, aber wie ich immer sage, besser spät als nie. Ich werde nämlich heute mit euch zusammen auf BTS Performs Dynamite 2020 MTV VMAs reagieren. Und es ist auf Platz 7 der deutschen Trends. Und ja, Amis, ich würde sagen, ich kann es kaum erwarten, unsere Boys zu sehen und let's go. Fast 20 Millionen Klicks. Wow, Boys, you killed it. Okay, Amis, are you ready? Let's go. Oh mein Gott. I'm dying. Der Prinz ganz in weiß. Mit seinem Gucci-Gürtel. Oh, das sieht so gut aus. Yes. Rap King. Auch das, was die anhaben, passt mega zur Location. Die könnten so Geschäftsmänner in New York sein, wie die aussehen gerade. Wow, einfach. Yes. Oh mein Gott, so pretty. Mein Gott, Jimin sieht so cute aus. Yes, wie wieder mit seinem Move hier. Erstmal gucken, ob die Haare stehen. Oh mein Gott, I love it. Oh mein Gott. Sein Anzug ist mega cool. Mintgrün. Ich liebe den Refrain. Wow. Der Hintergrund ist krass, ne? So schön einfach. Oh mein Gott, so pretty. Oh, ich würde am liebsten mittanzen. Oh, ich liebe den Move, ne? Yay. Er hat auch Gucci. Yes. Wow. Boah, es sah voll cool aus. Wow. Oh mein Gott, really? Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Yes. Ich bin gespannt, was V am Ende für einen Move macht. Den hier. Nicht mehr mit der Sonnenbrille, sondern den hier. Ganz cool und lässig. Mann, Leute, ich wünschte, ich hätte wirklich früher zu reagiert. Ich habe wohl was verpasst in den letzten 2 Tagen. Die Performance war mega cool. Oh mein Gott, ich bin einfach so in love. Die Jungs haben es richtig, richtig gut gemacht. Ich versuche auf jeden Fall das nächste Mal nicht mehr so spät zu sein und meine Augen offen zu halten. Nur ich hatte in den letzten Tagen etwas viel zu tun. Deswegen habe ich irgendwie den Überblick ein bisschen verloren. Und ja, Amis, das war's schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen. Macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Und Amis, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.